Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß, er ist ein schwerer Fall und ihr Haken ist ein Qual. Mein Bruder ist blöd für Zähne, das sind halt seine Gene. Seine Mutter war die tiefste Sau im Stall. Wie soll man ihm nur retten, das Kind, das hat erlitten. Wir geben ihm alles und trotzdem schaut nix raus. Herr Lehrer, selbstverständlich, Vaterliebe ist unendlich und gemeinsam, da treiben wir's ihm schon aus. Weil bei uns daheim ist Zeugnis, ein familiengroßes Ereignis, die Fetzen fliehen da nicht nur am Papier. Für jeden Fünf versetzt ein Flak, und wenn er bläht, noch eins ins Knack, und dann drei die Masse bei der Tier. Und die Nachbarn schauen und stehen, das ist auch gut, weil sie sollen sehen, es gibt noch Väter, die sich engagieren. Es führt sie auf das Bangert, als wir, wenn es verlangert, also geben wir dem Kind doch, was es braucht. Und es ist rein pädagogisch, mehr als wir nur logisch, dass man besser lernt, wann einem der Schädel raucht. Bei uns daheim ist Zeugnis, ein familiengroßes Ereignis, die Fetzen fliehen da nicht nur am Papier. Bei uns daheim ist Zeugnis, ein familiengroßes Ereignis, und dann tritt die Masse bei der Tier. Ich schreie noch, du Trottelbläder, du bist bläder, wir jetzt weder. Dir fällt das Hirn sogar noch zum Krepieren. Bei uns daheim ist Zeugnis, ein familiengroßes Ereignis, es gibt noch Väter, die sich engagieren. Also geben sie ihm ruhig die Fetzen, sagen's ganz freundlich, um genügend setzen, weil anders lernst des Arschloch nie. Nur merken's ihr eins, machen's keine Tanz, weil meine Kinder, die schlag nur ich. Nur merken's ihr eins, machen's keine Tanz, weil meine Kinder, die schlag nur ich.